Was geht ab, was geht auch, Leute? Herzlich willkommen, neues Eternal Evolution Video. Wir gehen weiter bei der Progress Series. Wir sind ja bei Kapitel 55 mittlerweile jetzt angelangt. Und wer das letzte Video gesehen hat, der weiß warum. Nur wegen Old Freaking John. Keine Ahnung, was mit mir da los war, aber das war ein richtig geiler Move von mir. Man muss sich auch mal selber loben. IQ war on point auf jeden Fall da. Und ja, der hat uns den Weg geebnet und nur wegen dem sind wir hier. Und ich hoffe, ein Weg in eine glorreiche Zukunft. Oh, ja, was war da los mit Nordtalien? Einfach mal Pferdchen ins Gesicht gesprungen. Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal, was diese Stage hier für uns so hat. Halt zwei von den dicken Golems, die halten halt ultra viel aus. Müssen wir halt gucken, ob wir die irgendwie tot bekommen. In der Zeit. Das ist mittlerweile das Problem, in der Zeit. Wenn ich muss halt meine Ravenna langsam... Oh nein, jetzt habe ich Ulti auf Luke gemacht. Ah, voll Panik gehabt, weil Leo gestorben ist. Wenn ich muss langsam meine Ravenna noch ein bisschen höher ziehen. Die leckt halt ein bisschen am Damage, ne? Also die hat nicht viel Damage. Wenn die noch ein bisschen mehr pumpen würde, dann würden wir es auf jeden Fall schaffen. Wir gucken. Vielleicht muss ich auch mal Ravenna im Search-Set mal reinprobieren. Das ist bestimmt auch sehr, sehr geil. Sieht auf jeden Fall ziemlich eng aus, ey. Just saying, die Zeit rennt. Ich finde die True Damage Zahlen sehen gar nicht mehr so geil aus. Vorher hat man die viel besser gesehen, ne? Mit diesem Lila, jetzt sind die so komisch weiß, man erkennt die kaum. Oh, 16 Sekunden, das reicht glaube ich nicht, ne? Ist ein bisschen zu eng. Dammit. Habt ihr gesehen? Die Zahl ist schwer zu erkennen. Oh, es ist so knapp. Ne, 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 das reicht nicht, oder? Doch! 2 Sekunden, jawohl! Eieiei, das war arschknapp. Okay, erste direkt schon mal geschafft, ist schon mal nice. Aber ich merke schon, dass das echt schwer wird. Ohne dass wir Venner hochmachen. Wir müssen bald echt gucken, dass wir Venner das nächste Level erreicht. So, wir sehen. Ich habe rein theoretisch auch noch ein paar Gene Hybrids, die ich in ihr reinstecken könnte. Nicht falsch verstehen. Das hat sich jetzt falsch angehört. Okay, das sieht gut aus. Das ist erstmal ein einfacheres Level. Gut, so weit, so gut erstmal. Dicker Golem vorne. Ein paar von diesen blöden Bogenschützen, die immer die Backline töten. Ah, den anderen dahin kriegen wir nicht rein, schau. Mehr als genug Zeit für den Golem sollte sein. Das sollte diesmal besser sein. Nicht so close wie vorhin. Ich
Weiß eigentlich immer gar nicht, ob es eigentlich sinnvoller ist, die Ulti von Luke oder so zu pushen. Aber ich glaube, Nordheil macht mehr durch seine Blitze an Schaden als durch seine Ulti selber, oder? Was meint ihr dazu, Leute? Schreibt mir mal kurz, wenn da einer ein bisschen Erfahrung hat. In Sachen, was. Ob das schon so gut ist, wie ich das mache, dass es mehr Damage macht oder nicht. So. Ganz kurz was im Discord checken, sofort da. So, weiter geht's. Weiter geht's weiter. Oh, da waren wir Pferdchen, habe ich nicht aufgepasst. Was nach hinten. Eine Etage zurück mit dir. Wir versuchen erstmal Leo auszuhelfen. Ne? Stirbt er nicht direkt, aber vielleicht auch doch. Aber der Männer ist gestorben. Crazy. Weiß nicht, ob Leo hier ansatzweise eine Chance hat zu überleben. Irgendwie stirbt hier meine Backline. Ich weiß nicht ganz warum. Das ist aber doof. Das ist ganz doof. Also dürfen wir nicht Leo helfen. Wir müssen Leo hier verrecken lassen. Wir müssen hoffen, dass Nordfeier quasi die Leute weit genug von der Backline wegpackt. Was jetzt erstmal ganz gut aussieht, denke ich. Außer dieser eine Wolf da, ganz gefällt mir nicht. Wolf muss weg. Der hat richtig Lust, meinen Rest zu fressen. Oh, 1 HP. Lifestyle. Das sieht aber gut aus. Naja, nie den Tag vor, vorm Abend nochmal. Leo ist schon mal quasi Geschichte. Oder? Aber Leo hat 6 Schilling noch durchgehalten. Diese Stage haben wir gemeistert. 54 war das. Oh, laufen ein paar Meter daran. Aber weiter läuft's nicht. Okay. Ah nein, jetzt habe ich auszusehen. Ah, Gott im Himmel. Ich weiß die Steuerung. Wir werden das tot, das sollte aber nicht so schlimm sein. Ey, lass mal meine Backline in Ruhe. Das hatte Nordzeilen und Leo sollten hier genug Damage machen, um die komischen Effekte zu haben. Ja. Gucken, was wir den hier vielleicht wieder nach vorne stellen. Das war so knapp. Nochmal probieren. Ich spam einfach auf den Ultimate-Button. Vielleicht schafft er es dann. Ey, nein, das jetzt ging er schneller tot. Das ist immer so ein bisschen schwankt natürlich immer der Damage.
Das wäre mir natürlich lieber, wenn der vorne stehen würde. Komm. Ah, ja gut, wir stellen einen da hinten. Ist ja gut. Muss halt wieder von ganz hinten anfangen, das Feld aufzuräumen. Leo ist wahrscheinlich hops. Ja. Nur noch wieder diese nervige Häuser, ey. Ich hoffe, dass es reicht von Dench, aber ich denke schon. Warum, Häuser? Ja. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall neu starten. Sie hat einfach... Ah! Sie hat einfach mit ihrer Ulti komplett meine Backline kaputt gemacht. Ganz gemein. Leo, das war's für dich schon. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Moin, hast du ziemlich länger überlebt, Leo. Okay. Ich muss halt gucken, dass ich Euser jetzt weiter wegbekomme. Mit Nordtai. Weil sonst macht Euser einfach wieder die Backline kaputt. Vielleicht so weit hier mal nach hinten springen wie möglich. Sieht eigentlich relativ gut aus jetzt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf die Backline ultet, oder? Ich hoffe es zumindest. Habe ich die Backline überlebt, sollten wir die auch tot kriegen. Schön weghalten einfach. Oh, jetzt hat sie gleich ihre Ulti. Ja, noch nicht. Immer noch nicht. Ja gut, jetzt wird's eng, aber es sollte reichen, oder? Oh nee! Oh Gott! Ernsthaft? Immer diese Millisekunde, ey, ich grotz ab, ey. Naja, immerhin überlebt jetzt quasi Leo. Dadurch haben wir eben mehr Damage jetzt. Hauptsache, Euser macht nicht die Ulti in die Backline. Jetzt haben wir es, aber jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt hatten wir noch 27 Sekunden, ne? So ist das halt manchmal. Egal, weiter.
55,7. Remove. Warte mal, ich glaube, hier können wir vielleicht ihn wieder nach vorne stellen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Leo macht ein Päuschen diesmal. So, okay. Ich bleibe aber auf jeden Fall bei der Meinung, dass die alte True Damage Zahl fand ich besser. Das neue ist ja bläh. So, 55,8. Oh. Hier muss er wieder nach hinten. Wir haben auch wieder eine Euser. Wäre interessant. Relativ ähnliche Stage zu der von vorhin, finde ich. Oh Gott. Wenn das einfach komplett won. Ein AP Lifestyle Wenner, so will ich das sehen. Ah, schade, Leo. Hat der Leo da überlebt, dann hätten wir auf jeden Fall nachher keine Probleme mit dem Damage. Wieder gucken. Jetzt wird's damage-mäßig natürlich ein bisschen eng. Könnte wieder diese eine Sekunde am Ende fehlen, man kennt. Das wird schon wieder sehr, sehr close. Ich glaube, das reicht wieder nicht für. Schade. Das wird nochmal einmal wieder wiederholen. Na komm. Ah, reicht nicht. Schade, schade. Leo ist ein bisschen zu früh verreckt. Leo vielleicht ein bisschen besser am Leben behalten. Ich glaube, Leo wird aber wieder verrecken jetzt. Sieht da ganz stark nach aus. C. Ich glaube, es ist jetzt schwer, hier Leo am Leben zu halten. Ich glaube, wir haben
paar Millisekunden mehr Zeit diesmal, wie es aussieht. Jetzt wird es wieder nichts, glaube ich. Jetzt macht sie wieder ihre Barrikade da. Hält halt doch extrem viel aus. Sekunden, ey. Nee. Oder? Oh, die hat doch gar keine HP mehr. Null. Da war der Balken doch schon weg. Ach, komm schon. Hey. Ich probier nochmal, ob der vorne, der kann das vorne überstehen? Er kann. Oh, jetzt gestorben. Yeah. Ach, es wäre aber natürlich gut, wenn er vorne überstehen könnte. Das sieht jetzt gut aus. Leo geht eh hops, aber egal. Und vielleicht überlebt Leo jetzt, weil wir jetzt schon alles zusammengepult haben. Mal gucken, ich gebe Leo hier einmal Backup. Und noch einmal. Wenn Leo das jetzt hier wieder überlebt, dann haben wir auf jeden Fall safe genug Damage. Sieht eigentlich ganz gut aus für Leo. Nice. Jetzt sollte genug Damage da sein. Sieht gut aus, wir haben noch 30 Sekunden. Ah, die hält aber auch manchmal aus, ne? Der ist Todes. Komm, jetzt fall einfach um, Oesa. Sekunden, es wird doch eng ohne Ende. Holy shit! Ich sag dir, wie es ist, es reicht nicht. Bah! Mama mia! Nervst du mich jetzt? Kann doch nicht sein, Mann! Kann es doch nicht sein, dass die da immer mit einer P diese Äußer. Damn it. Oh, einer P. Jetzt machen wir es wie Äußer, komm schon.
Jetzt haben wir aber noch richtig viel Zeit. Aber wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Leo, bitte verschreck mich. Leo verreckt einfach. Ist okay, kaputt. Naja. Diesmal haben wir irgendwie genug Damage, mehr als genug Damage. Ich verstehe man manchmal nicht, aber okay. Und wie viel haben wir gemacht und fertig ist die Kiste. Oh, Sorieta und dieser starke Golem vorne. Obwohl in letzter Zeit Sorieta nicht mehr so gefährlich ist, hatte ich das Gefühl, seitdem ich Nord habe. Vor Nord war Sorieta anders krass. Aber jetzt? Mit Nord ist Sorieta irgendwie nicht mehr das Problem. Daher können ruhig ein paar Soriettas kommen. Habe ich jetzt nicht unbedingt was gegen. Den Golem kriegen wir auch auf jeden Fall tot. Ey, Sorieta mit Nordbüren ist irgendwie nicht mehr so das Problem. Das ist schon krass. Vorher war Sorieta immer sehr belastend. Aber der hat sich jetzt irgendwie ein bisschen gebackt, oder? Kurz mal Teleport angemacht, momentan Teleportation, Son Goku-Style. Nice, nice, nice. Gucken wir mal, 45, 55, 10. Oh ja, da waren die Pferdchen wieder. Ops, Game ist gecrashed, muss neu starten. So, wir sind wieder da, Game neu gestartet. Und hier waren die Pferdchen, da musste ich den ja nach hinten tun. So. Die Stage müssen wir noch schaffen jetzt fürs Video. Das Video ist auch schon wieder sehr lang. Und man kriegt die Videos halt nicht kurz hin. Ist halt dann doch irgendwie am Ende jetzt nicht mehr ganz so einfach hier durchzumarschieren. Habt Nachsicht da mit mir, das. Aber ich will euch ja auch irgendwie die True Experience geben, ne? Nicht das einfach, oh, sieht alles easy aus, alles easy. Alles ist nicht easy, easy. Gott, da sind die Speerwerfer, das war's auf jeden Fall für Leo. Oder? Ja. Ich dachte, Nord kann ihn noch vielleicht safen, aber ne. Okay, ja, perfekt. Ich zeige euch nochmal jetzt kurz das Gear ganz schnell im Schnelldurchlauf, weil das Video schon sehr lang ist. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Videos nicht mehr gezeigt. Und zwar, wir haben benutzt Leo. Der ist auf EX30. Das sind die Gesamtstats von Leo. Und ihr könnt das Video ja pausieren und euch die Items, wenn ihr wollt, einzeln nochmal angucken. Dann hatten wir Nord. Ist auch bei mir. EX30. Hat die Gesamtstats. Hat bei mir Marauder Set an. Mit Damage Reduction Boots und Crit Rate Handschuhen. Dann hatten wir Res. Res ist EX20. Hat die Gesamtstats hier. Und hat die Sachen an bei mir. So, und dann hatten wir Luke. Der ist EX20 bei mir. Sind die Gesamtstats von Luke. Wie ihr seht schon, der ist bei mir auf Full Attack gebaut. Hat die Items hier bei mir an.
Und Ravenna ist obviously EX20, brauche ich vielleicht nicht zeigen. Und hat das Equipment bei mir an. Noch nicht so das ganz optimale Equipment. Die sind ja auch meine Ravenna ist noch relativ schwach. Leute, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut einen Daumen nach oben raus. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und ja, verpasst keins der weiteren Eternal Evolutions Video. Bis dahin. Peace. Euer Resign 1.